schönen guten Mittag. Da ist wieder Ruth Achillier. Ihr wisst, ich bin Coach für mehr Lebensqualität. Das heißt, es geht primär in unserer Zeit, Burnout vorzubeugen. Die meisten belächeln das immer ein bisschen. Das ist ja alles überhaupt kein Thema. Aber die Milliardenschäden, die jedes Jahr entstehen und von den Betroffenen mal ganz abgesehen. Wenn du jetzt mehr wissen möchtest, was du machen kannst, was du überprüfen kannst, dann bleib dran. Und du weißt, Likes, Kommentare machen es möglich, dass andere dieses Video auch sehen. Oder hast du jetzt schon Freitag, bist schon unterwegs, so nach dem Motto TGIF? Thank God it's Friday. Mal ganz ernst. Schlaflos im eigenen Bett, das ist echt nur im Film romantisch. Ihr kennt den, oder? Sleepless in Seattle. Die meisten, die Stress haben, meine Klienten, die beklagen sich über ein, durch und alle Phasen des Schlafs. Die können zum Beispiel auch tagsüber nicht einfach ein Powernap machen oder sonst irgendwas. Und dann frage ich jetzt dich, macht dein Tag die Nacht oder die Nacht dein Tag? Nee, es geht nicht um die Nachtigall und die Lerche. Also das ist ungefähr so wie Microsoft und Apple, die verstehen sich auch nicht. Und ich hatte lustigerweise immer Lärchen und ich bin eine Nachtigall. Und das kann ja ganz schön anstrengend sein. Es gibt aber auch Momente, da muss man Chamäleon sein, das ist ganz klar. Es gibt aber ganz klar Menschen, die haben dieses Gen, das heißt PR2. Und es ist keine Erfindung, wenn irgendjemand sagt, ich bin ein Nachtvogel. Dann ist das so. Und wenn jemand halt mit den Hühnern aufsteht und mit den Hühnern ins Bett geht, dann ist das auch so. Jetzt kommt aber dazu, ihr seht schon, ich sitze draußen, dass wir mit dem Licht ein riesengroßes Problem haben. Ich habe vorher gefragt, was macht dein Tag oder deine Nacht? Wenn du zum Beispiel weißt, ein grüner Laserpointer, der hat 427.000 Lux. Darum ist es auch gefährlich. Dann haben wir den Laserpointer, den roten, der hat ein bisschen weniger. Das sind, glaube ich, 105 oder so. Und wenn du ständig im Fußballstadion wärst, dann wären das 1400. Wenn du aber oft im Büro sitzt, wie ich das früher gemacht habe, wir haben bei meiner Arbeit, dann sind das gerade mal noch 500 Lux. Und das reicht einfach nicht aus. Ein guter, bedeckter Sommertag hat immer noch 20.000. Und heute scheint die Sonne, ihr seht es da hinten. Es ist ein bisschen komisches Licht hier mit dem Video. Aber das sind immer noch 100.000 Lux. Also was ganz genau ist es? Oder schläfst du zu wenig oder zu viel? Was ist dann richtig und was ist falsch? Das gibt es ja bei mir sowieso nicht. Das ist, jeder Mensch ist individuell. Aber damit du mal so ein bisschen einen Überblick hast, ein Baby schläft ungefähr 18 Stunden verteilt auf die 24. So 11 bis 12 Monate sind es dann noch 14 bis 18 Stunden. Und wenn sie dann mal so Teenager sind, dann schlafen sie nach 9 bis 10 und wollen sowieso nicht ins Bett, weil eben die Schlafhormone später einstellen. Und wir Erwachsenen brauchen so zwischen 6 und 8 Stunden Schlaf. Also das ist ganz, ganz individuell. Dann kannst du vielleicht mal prüfen, was ja relativ schwierig ist, wenn du alleine schläfst, schnarchst du? Weil das hat auch einen riesengroßen Einfluss auf deine Qualität, wie du deinen Tag gestaltest. Hast du relativ viel Stress? Jetzt ist gerade eine Taube hier rangeflogen. Ist ja ganz spannend. Okay, ich hoffe, sie sitzt mir nicht auf dem Computer. Doch, sie ist ganz zutraulich, das Teil. Die hat wahrscheinlich Durst. Nein, ich möchte sie nicht verscheuchen. Also geht's weiter. Was ist dann so zum Beispiel mit deinem ganzen Schlafhygiene, das heißt auch den Tag über? Wenn du jetzt mal schaust, was machst du den ganzen lieben langen Tag? Über die Vitalstoffe, die haben wir schon geredet, was man da alles machen kann. Bist du Kaffeemensch? Bist du den ganzen Tag irgendwelche Energiedrinks rein? Futterst du beim Rumlaufen oder sitzt du dich wirklich hin? Genießt du?
Wie sieht es dann bei dir zu Hause aus? Prüf doch mal deine Einrichtung. Wo steht dein Bett? Hat es irgendwelche elektrische Leitungen überall? Gibt es Lärm von draußen? Hier zum Beispiel gibt es auch Lärm. Jetzt heute ist gerade gnädig. Keiner mäht den Rasen oder es kommt auch gerade kein Flugzeug zur Zeit. Was kann dein Schlaf stören? Was ganz, ganz wichtig ist, ein Handy. Ich weiß, das tut man heute, braucht man das für alles. Du bestimmt so genau wie ich auch, aber muss unbedingt das WLAN drauf sein, wenn du das zum Wecker brauchst. Schalt es aus. Tu mal alles aus dem Schlafzimmer raus, außer wirklich das Bett. Spiegel zum Beispiel können viele Menschen auch stören. Was aber am meisten stört, sind so diese Gedanken, die immer wieder und immer wieder und immer wieder, wenn sich das alles dreht. Und wenn das Stress ist, da ist ja dieser Hypothalamus, habe ich auch schon mal drüber geredet. Das ist so dieses limbische System, das wir hier im Kopf drinnen haben. Und da gibt es die Amygdala. Und da habe ich schon immer gelacht wegen Namen. Aber die Amygdala ist die, die den Stress nicht mehr loslässt. Also wenn wir wegen einem so einem kleinen Tier, eine Spinne oder eine Maus auf dem Tisch stehen und nicht mehr runterkommen. Und so ungefähr macht Stress mit uns. Es übersäuert, das kommt auch noch dazu. Und dann die vielen Glaubenssätze. Meine Oma hat zu mir mal erzählt, ja, da war es Mittag um 11 Uhr und da habe ich gedacht, mein, das arme Kind hat noch nichts gegessen. Ja, das arme Kind hat geschlafen. Eben, Nachtvogel, bin ich heute noch. Ich habe auch nie einen Job angenommen, bei dem ich täglich um 7 auf der Matte sein musste. Wenn wir drehen waren, war das kein Thema. Da habe ich gewusst, okay, 8 Uhr sendebereit und nicht kommen. Das bedeutete für mich, ich muss um 6 aufstehen, mir Zeit nehmen, Frühstück, aufwachen, zu Fuß dahin. Dann ging's. Aber on a daily base? Nein. Und wenn du so einen Beruf hast oder so eingezwängt bist, musst du vielleicht mal überlegen, ob das wirklich gut ist. Und ich rede hier über schlaflos im eigenen Bett. Das ist definitiv nur im Film romantisch, sonst gar nicht. Und dann ist es ja noch vielleicht möglich, dass du dich abhängig gemacht hast. Verhalten zum Beispiel. Oder stofflich rauchen, trinken. Ich persönlich, wenn ich rotes Fleisch esse, sagen wir nach 21 Uhr, dann schlafe ich relativ schlecht. Und wenn man ein Glas Rotwein trinkt, ist das ja okay. Aber wenn man dann eins übendurch getrunken hat, dann schläft man zwar meistens schnell ein, aber die Leber kommt so zwischen 1 und 3 Uhr morgens in einen riesen Stress und dann wachst du wieder auf. Dann hast du wieder nicht durchgeschlafen. Ja, es gibt so ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Möchtest du mal eine Standpunktanalyse machen, so ganz klar neutral, ja? Zum Beispiel auch mal schwarz malen. Was ist, wenn ich zum Beispiel meinem Chef sage, ich will nicht mehr um diese Zeit arbeiten kommen, ich komme später. Oder so voll emotional, so unter der Sonne Australiens, so dass es wirklich da mal drauf brennt. Es gibt ja aber immer jedes Problem, was man hat, auch das Schlaflos im eigenen Bett, hat doch immer auch was Sonniges. Es hat immer alles auch irgendetwas. Wenn du eine Standpunktanalyse mit mir machen möchtest, dann bitte melde dich bei mir. Ich habe tausend und einen Tipp für dich. Und wenn man ganz genau weiß, was es ist, dann ist es einfach. Und beginnen tun wir mit einer Barstbehandlung. Und was erlaubt es dir jetzt nicht, den restlichen Tag zu genießen? Wie kann es noch besser werden, wie es ist? Und was ist sonst noch alles möglich? Und alles, was es nicht zulässt, was du jetzt erleben kannst, empfangen kannst, was da ist. We destroy non-creators. I got a zillion times, right and wrong, good and bad, poke and pots, all nine shorts, boys and beyonds. And bye bye.